Robin meinte, ich soll mich mit irgendeinem Typen aus Weimar, aus Hamburg treffen, aber keine Ahnung, wo der ist. Bist du dieser Kameramann von diesem Nostradamus-Spacko oder? Also bist du der Typ aus Hamburg hier, der immer krank wird bei Rocket Beans, kann das sein? Nee, das ist schon wieder totaler Bullshit, was soll denn das? Ich hab schon direkt keinen Bock mehr, Alter, so eine Scheiße muss ich mir hier nicht anhören, du. Ja, wir wollten das Video doch eigentlich schon zu deinem Geburtstag irgendwie im Dezember machen, was war denn da los? Krank geworden. Ja, machen wir jetzt dieses scheiß Video oder nicht, weißt du? Also, die Kälte allein hier. Ich zieh meine scheiß Jacke wieder an. Ich komm mir hier, jetzt pisst mich schon wieder alles. Okay. Ja, hier, dein Spacko-Freund, der wollte sich hier mit mir am Kino treffen. Ja, na, ich kann dir zeigen, wo das ist. Scheiße, zeig mir deine Drecksstadt jetzt. Ja, ist nicht so weit, also. Ich muss auch unterwegs noch meinen Sohn abholen. Ach so, ja. Wo ist der? Ja. Weiß nicht. Der Jonathan, ich sag dir, ist ein Trottel, ne? Dein Sohn? Ja, an der Kita abgegeben. Ne? Ja. Darfst du jetzt nicht weiter sagen. Ich will es nicht genau sagen, aber da ist so eine blonde Frau, so ungefähr 55 Jahre, hat blaue Hose angehabt, weißes T-Shirt. Ne? Ich will es jetzt nicht auch genau speziell, aber also die hatte hier so eine große Narbe. Kommt die gleich an, will mein Jonathan irgendeine scheiß Bio-Scheiße vegane Rotze in sich reinfüttern. Oh ja, ist doch nett. Okay. Ich hätte die gleich, ne? Direkt. Oh, ich habe so einen Respekt vor Security. Sicherheit. Ist die Security? Sicherheit? Ganz gewiss nicht, nein. Ja, machen Sie sich mal locker. Ja, machen Sie sich mal locker. Ja. Dann ist doch gut, wenn du locker bist, das reicht doch. Ja. Spacko, ey. Diese scheiß Waldorf-Mutis, ne, mit ihren scheiß Bollerwagen. Hast so ein Stück Fußweg und dann kommt so ein Bollerwagen. Dann, oh, Vorsicht, ich muss hier durch mit meinem Filz. Genau sowas meine ich. Hier. Guten Tag. Hier, guck mal. Genau das meine ich. Du fährst mit Fahrradhelm. Mit Helm. Fucking Fahrradhelm. Überall schön mit Wattepolstern, damit mir ja nicht mehr was Spannendes passiert im Leben, ey. Ja, keine Ahnung, wenn man sich jetzt das Genick bricht, ist es halt schon nicht so geil. Verweichlicht, ey. Deswegen verweichlicht unsere Gesellschaft. Nicht mal irgendwie körperliche Arbeit. Nach dem Studium erstmal ein Auslandsjahr. Oh, ich muss mich erstmal selber finden. Ich kann dir sagen, wo du bist. Am Grill mit deinem scheiß veganen Beutel. Verpiss dich vom Grill mit deinem scheiß Gemüse. Das schmeckt doch auch so. Ja, okay. Hier ein bisschen meine Körner. Und du filmst jetzt hier die ganze Zeit, oder was? Ist das, machst du das für den freiwillig, oder ist das dein Hauptberuf? Was machst du? Ja, also ich mach das schon so für den und nebenbei studiere ich auch noch. Das kotzt mich an, ey. Diese scheiß Studenten immer. Oh, ich bin ja so intelligent mit meinem scheiß Wissen. Wir wissen doch alle, wie das aussieht. Erzähl mir doch nichts. Oh, es ist so anstrengend. Oh, ich studiere. Zack, Enter. YouTube angemacht, Marmeladenoma geguckt. Man kennt's doch. Helm! Ohne Fahrrad sogar! Hier, dein Mittagessen! Schön! Gönn dir! Das ist jetzt schon ein bisschen überzogen, was du hier machst, ne? Spacko, Alter! Hier ist jetzt die Kita, ich hole jetzt Jonathan ab. Alles klar. Kannst du hier warten oder ist das zu anstrengend für dich? Nee, ist schon. Geht ja? Schon, danke. Nicht, dass du aus Versehen wieder anfängst mit Lernen und ganz angestrengt dann bist. Wird's gehen, ja, ich hole es schnell. Ja, gut, dann bis gleich. Nein, Fresse. Jonathan, komm jetzt! Jonathan, mach jetzt hin! Ein gezielter Dropkick, dann versteht er das auch. So ein blödes Schwein hat die Tagesmutter gefragt, ob er nicht ein bisschen nachhaben kann vom Salat. Nicht unter meiner Flagge. Ist doch voll okay, wenn man... Hast du gehört? Du kannst ja nicht so dein Kind einfach durch die Stadt ziehen. Er muss es lernen. Ja, aber was denn? Weiß ich nicht. Ich glaube dem Jonathan, der ist ja ein kleines Malheur, der Hose passiert, kann das sein? Oh, Jonathan! Jonathan war wirklich, ja. Das sieht ganz so aus. Siehst du das schon wieder eingeschissen? Ja. Alles wird anders dieses Mal! Ich muss ja woanders hin. Ach so. Kann ich ja auch mal offen reden, ne? Okay. Der war neulich, war der wieder bei einem Freund spielen, die Mutter von dem Freund, ne? Ja. Bayern-Fan. Bayern, okay. Fick die Bayern, Alter. Der Fußballverein. Fick die Bayern, man muss es auch einfach mal sagen. Es muss einfach raus! Der geht nicht mehr bei der Spiel. Das kannst du wissen. Und was, also warum? Was? Fick, ich kenne mich nicht so aus mit Fußball. Warum sind die blöd? Weil die denken, dass sie
Die Besten sind genau wie Studenten. Die Bayern mit ihrem scheiß Erfolg. Hast du eigentlich studiert? Angefangen. Es war nichts für mich. So, wir sind jetzt hier gleich beim Kino. Kannst du dann. Was ist euer Kino? Ich sag dir, wenn das jetzt irgendwie Ant-Man 38 ist oder so, oder echt dreh hoch. Ja, gut. Willst du mich verarschen oder was? Bist du kein ich Fan? Hab meinen Sohn dabei, ich muss auch mal an sein Wohl denken. Wenn er in den scheiß Film geht, weißt du, wie der endet? Genauso wie du. Oh, ich muss erstmal selbst Film machen. Ist doch Disney, ich ist doch geil. Nee, die Sache ist angebrochen, weißt du? Wir machen stattdessen was Besseres. Wir machen jetzt mal ein schönes Stand-up, okay? Ich zeig dir mal was Star Wars. Wer, ihr fahrt mit Helm Fahrrad? Ey Leute, ne? Meine Mutter, die ist so eine, ne? Wenn der Laptop zu schwer ist, dann löscht die Dateien runter. So eine ist das, ja? Aber jetzt mal Leute, ehrlich, wisst ihr, wie viele Leute man braucht für den perfekten Kurz? Moin Leute, hier zur Abwechslung mal wieder zur. Ne, heute zur Abwechslung mal. Alter, keiner würde so rumlaufen. Sicher? Ja, ja. Aber man soll doch das hinten sehen. Ja, also dann zieh die Jacke aus, würde ich sagen. Veganer Grill ist das! Wie alt ist dein Sohn so? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Sieben.